nicht bewusst, denn man hat durch das Geschwindigkeitsdelta, hier hast du eine hohe Geschwindigkeit, hier hast du eine langsame Geschwindigkeit, hast du auch einen Druckunterschied. Wenn du Frischluft in deinen Motorraum pumpst, ist das nicht gut, egal wie kalt diese Luft ist. Warum behaupte ich das? Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um unseren kleinen Jochen hier. Wie ihr im letzten, ich glaube es war das letzte, vermutlich gesehen habt, habe ich von Temperaturproblemen gesprochen. Ich habe das Auto auf der Nordschleife getestet, hatte eine relativ hohe Öltemperatur. Bevor wir den radikalen Weg gehen, möchte ich aber zum Ursprung dieses Channels zurückkommen. Denn der Ursprung des Channels war und ist auch nach wie vor, wie man kostengünstig sein Auto optimieren kann. Und genau das wollen wir heute versuchen. Wer diesen Channel hier schon länger verfolgt oder von Anfang an dabei ist, der weiß, dass ich so einen Test schon mal mit meinem Z4 damals gemacht habe und mit einem sehr überraschenden Ergebnis. Jedenfalls ist es ein Versuch, mit dem ihr die Möglichkeit habt, ohne Kosten, also kostenneutral, das Auto zu optimieren im Sinne von vom Temperaturmanagement. Das heißt, der Motorraum oder die Umgebung des Motors könnt ihr damit vielleicht runterkühlen. Und in diesem Video werden wir zeigen, dass das nicht immer gut ist und warum. Wir machen gleich einen Theorieteil und werden das Ganze gleich praktisch testen und ich bin gespannt, was das bei diesem Auto ergeben wird. Es geht um die Dichtlippe unter der Motorhaube. So, ihr habt es vermutlich mal auf der einen oder anderen Rennstrecke gesehen. Es gibt teilweise Fahrzeuge, die haben hier vorne den normalen Spalt, alles ist gut, in der Hoffnung, dass die Luft hier drüber strömt und stellen die Haube dann hinten an. Das heißt, hier habt ihr einen relativ großen Spalt, in der Hoffnung, dass kalte Luft entweder hier reinströmt über die Abrisskante oder aber, dass warme Luft hier rausströmt und man dann quasi nicht nur einen aerodynamischen Vorteil hat, dadurch, dass die warme Luft über die Scheibe strömt, sondern auch, dass die warme Luft einfach aus dem Motor rausströmt. Aber was ist, wenn ich sage, dass wenn du die Haube anstellst und die Dichtung hier hinter entfernst, das Ganze kontraproduktiv ist und Luft angesaugt wird? So, testen werden wir das Ganze mit dieser Lippe hier. Diese Lippe dichtet einmal hier oben die Haube mit dem Boden hier ab. Das heißt, wir schaffen quasi eine Art Barriere. Die ist natürlich nicht zu 100% dicht, aber dichtet schon mal den größten Teil ab, so dass der Wind nicht hier durch kann. Das heißt, damit simulieren wir ein wenig das Anstellen der Haube. Und viele stellen sich die Frage, soll ich diese Dichtlippe hier behalten oder nicht? Ich sehe es bei ganz vielen Autos, dass sie nicht drin ist. Und das kann, wie gesagt, definitiv kontraproduktiv sein, ist aber von Auto zu Auto unterschiedlich. Das heißt, wir werden gleich einen Test fahren, wo wir diese Dichtlippe abnehmen und einmal, wo wir sie dran lassen werden. Aber wie testen wir das Ganze? Nämlich mit meinem Windkanal für Arme, bestehend aus Stofffetzen von Omas Schlipper, die ich auseinandergeschnitten habe. Ihr schneidet euch ein paar Stofffetzen auseinander und klebt die auf die Haube. Einmal auf die Haube und einmal auf die Windschutzscheibe. Warum, erkläre ich euch gleich. Und dann machen wir zwei Versuche. Das Ganze mit Dichtlippe und ohne Dichtlippe. Jeweils einmal 50 km/h und 100 km/h. Dann stelle ich eine GoPro auf, beziehungsweise klebe sie an die Scheibe. Und wir sehen genau den Verlauf dieser Stofffetzen. Sind sie turbulent? Werden sie eingesaugt? Oder strömen sie über die Windschutzscheibe drüber? Und das Wichtigste ist, da springen wir gleich einmal rein und wir sprechen kurz über die Theorie, denn es wird unterschiedliche Situationen geben, vermute ich. Und es ist ja ganz wichtig zu wissen, was bedeutet das eigentlich, wenn mein Streifen eingesaugt wird, wenn er rausströmt oder turbulent ist. Und das klären wir gleich in der Theorie, bevor es in die Praxis geht und wir dann Fahrversuche machen und das Ganze einmal für dieses Auto auswerten. Wie gesagt, es ist keine Allgemeinlösung oder keine Lösung der Problematik für alle Autos. Das ist von Auto zu Auto unterschiedlich, denn die Autos sind alle unterschiedlich konzipiert und haben unterschiedliche Strömungsverhalten bei dem Übergang zwischen Windschutzscheibe und Motorhaube. Und wir werden gleich herausfinden, wie das bei Jochen ist. So sieht das Ganze aus, wenn du keine Kohle für einen Windkanal hast, aber trotzdem irgendwelche wissenschaftlichen Versuche anstrebst. Wir haben auf der oberen Plattform, sprich auf der Haube, auf der höheren Ebene, haben wir die jetzt aufgeklebt. Wobei ich hoffe, dass die nicht abfliegen, denn die Folie ist frisch versiegelt und der Kleber hält eigentlich gar nicht gut. Und dadurch, dass es halt den Versatz gibt und hier Turbulenzen auftreten können und ich gerne das Verhältnis zwischen dieser und dieser Ebene wissen würde, habe ich noch
hier unten am Ansatz der Windschutzscheibe auch noch eine weitere Reihe aufgeklebt. Den jetzt hier einmal hier drüber, weil hier ist ein Loch drunter. Das heißt, der sollte eigentlich durch den Scheibenwischer nicht beeinträchtigt werden. Aber zur Sicherheit habe ich da nochmal auf der unteren Ebene welche draufgeklebt. Was diese ganzen Dinger gleich machen, das erfahren wir nachher zusammen. Aber jetzt springen wir erst einmal in die Theorie, um einmal wirklich klarzustellen, was bedeutet es, wenn dieser Streifen hier zum Beispiel eingesaugt wird oder aber nach außen gepustet wird. So, aber jetzt ein bisschen Theorie, bevor es in die Praxis geht und bevor wir Fahrversuche machen. Mit unserem Flipchart Günther, der gleich seinen großen Auftritt hat, werde ich euch drei unterschiedliche Fahrszenen zeigen. Drei unterschiedliche Fahrszenen gekoppelt mit zwei unterschiedlichen Versuchen. Mit Dichtlippe 50, 100 km/h, ohne Dichtlippe 50 und 100 km/h. Vorab möchte ich aber eine ganz wichtige Fragestellung oder beziehungsweise ein Irrglaube, der im Netz kursiert oder auch in den Köpfen vieler und auch unter anderem in meinem Kopf war, einmal klarstellen. Und zwar die Fragestellung, ist es richtig, zusätzlich frische, kühle, kalte Luft in den Motorraum zu pumpen. Mit zusätzlich meine ich, abgesehen das, was vorne an den Kühler ankommt. Das, was vorne beim Kühler ankommt, frische, kalte Luft, ist klar. Zusätzlich noch in den Motorraum, damit der Motorraum kühl bleibt. Ist das richtig oder falsch? Ich behaupte, dass es falsch ist. Und ich werde euch gleich an den Beispielen zeigen, was ich damit meine. Auf diesem Channel ist es ja immer so, dass wir miteinander kommunizieren. Das heißt, meine These könnt ihr selbstverständlich in Frage stellen oder ihr könnt mir Beispiele nennen, wo das falsch ist, was ich hier gerade erzähle. Aber ich glaube, dass es bei den meisten Fahrzeugen tatsächlich richtig ist, denn der erste Impuls, wenn ich sage frische, kalte Luft und Motorraum, sagt man immer klar. Ich glaube aber, dass das kontraproduktiv ist. So, was ich damit meine, will ich euch einmal in diesen drei Beispielen hier zeigen. Wir haben hier jeweils dreimal ein Auto, ist natürlich bei dieser unfassbar schönen Zeichnung sofort zu erkennen. Die Front, der Kühler, Rad und die Frontscheibe. Und hier haben wir natürlich einen kleinen Versatz bzw. eine Mini-Lücke, denn wir haben ja bei dem Auto auch gesehen, dass die nicht in einem übergehen, sondern dazwischen haben wir halt einfach einen Spalt. So, jetzt haben wir drei Situationen. Stück nach hinten. Wir haben drei Situationen. Beziehungsweise nein, bei jeder Situation ist Folgendes immer gleichbleibend und konstant. Wir haben Fahrtwind, der auf unsere Front trifft. Das ist überall gleich, hoffe ich doch. Und der trifft auf den Kühler. Der Kühler sorgt dafür, beziehungsweise nein, mit diesem Fahrtwind kühlen wir das Medium, das Wasser, und dadurch, dass heißes Wasser ankommt, durch den Fahrtwind gekühlt wird und kühles Wasser dann weiter in den Motorraum geht, ist dementsprechend natürlich der Luftstrom danach wärmer. Aber, also das ist bei allen dreien gleich, aber er ist nicht nur wärmer, deswegen zeichne ich ihn rot an, sondern er ist auch turbulent und er wird gebrochen. Wir sprechen bei diesem Luftstrom von einem laminaren, relativ linearen Verlauf, das heißt, das Ganze ist laminar linienförmig und hiernach ist es turbulent, das heißt, der Luftstrom trifft auf diverse Bauteile und wird x-mal gebrochen und strömt nicht einfach durch das Fahrzeug durch, sondern trifft auf Motor, Turbo etc. und ist dann irgendwo im Raum und ist dementsprechend viel langsamer. Das heißt, das müsst ihr jetzt merken, wir haben ein Geschwindigkeitsdelta. Die Geschwindigkeit vom Fahrtwind ist viel höher als die Geschwindigkeit in dem Motorraum. Ja, schnell, langsam. Das ist ganz wichtig, um gleich zu verstehen, was ich meine. Jetzt haben wir unsere Streifen hier aufgeklebt und hier aufgeklebt. Ich behaupte, dass es einen Fall geben kann, unabhängig jetzt davon, ob wir jetzt das Ganze mit Dichtlippe oder ohne Dichtlippe machen, kann es sein, dass der Wind hier hochströmt und dass wir dann hier Folgendes sehen. Ein Mix aus, die Fetzen strömen nach hinten und die Fetzen werden teilweise eingesaugt und tänzeln um diesen Bereich viel rum. Das kann passieren, dass wir kein eindeutiges Ergebnis haben. Dieses eindeutige Ergebnis ist aber gar nicht so uneindeutig, denn ich vermute, dass das bei einem Versuch mit Dichtlippe passieren kann, denn wir haben hier eine Abrisskante und wir haben weitere kleine Abrisskanten durch die Scheibenwischer. Das heißt, es kann so aussehen, dass wir hier quasi im ersten Strom eine Art Turbulenz haben und dann aber
der Windstrom relativ laminar verläuft. Das heißt, in diesen Turbulenzen wird der ein oder andere Stofffetzen sich befinden und turbulent sein, aber der andere, beziehungsweise ein Teil der anderen Stofffetzen, werden sich diesem laminaren Strom weiter nach hinten anschließen. Das, denke ich, wird passieren, wenn wir hier die Dichtlippe noch drin haben. Und ein ganz netter Vorteil, den man aber niemals messen kann an der Geschwindigkeit, aber er ist physikalisch da, ist, dass durch diese Turbulenz an diesem Punkt die Luftgeschwindigkeit vielleicht noch ein bisschen beschleunigt wird. Das kann durchaus passieren, wirst du aber fahrerisch niemals merken. Es gibt einen zweiten Fall, der auftreten kann, und zwar Luftstrom, und der wird eindeutig eingesaugt. Das heißt, das Ganze sieht dann so aus, dass ein Teil eindeutig eingesaugt wird, und das werden wir daran sehen, dass die Fäden hier, so wie hier, eindeutig in diese Richtung verlaufen werden und nicht rumtänzeln werden in einem relativ turbulenten Raum, der einen Mix hat zwischen laminarer Strömung und Turbulenz. In diesem Fall werden alle eingesaugt, und dann kann es noch einen Fall geben, und zwar läuft es dann perfekt ohne Turbulenz und ohne, dass etwas eingesaugt wird. Ich denke, einer dieser drei Fälle wird auftreten. Sollte es einen anderen geben, dann stehe ich jetzt gerade blöd da. Aber ganz wichtig ist, dass wir einmal besprechen, oder beziehungsweise die Ergebnisse, die wir gleich sehen, deuten können. Was ist hiervon gut und was ist hiervon schlecht? Und das ist der interessante Part. Und deswegen sage ich, wenn du Frischluft in deinen Motorraum pumpst, ist das nicht gut, egal wie kalt diese Luft ist. Warum behaupte ich das? Für die Kühlung deines Autos ist maßgeblich der Kühler zuständig. Denn der Kühler sorgt dafür, dass die Bauteile von innen runtergekühlt werden. Solange dein Kühler kalt ist oder mit kalter Luft versorgt wird, kühlt er auch das Medium runter, sprich das Wasser. Das Wasser ist ja über einzelne Kanäle mit dem Inneren, mit dem Kern des Motors, mit dem Kern deiner Bauteile verbunden und sorgt dafür auch, dass dein Öl kühler ist. Bitte andersrum. Nehmen wir mal diesen Fall. Du pumpst jetzt ganz viel kalte Luft hier in deinen Motor. Das heißt, die Luft ist jetzt hier noch immer sehr turbulent und dementsprechend langsam, aber ein wenig kühler. Das heißt, du strömst jetzt von außen oder pustest leicht gegen deine Bauteile von außen an und kühlst jetzt die Kunststoffteile, das Gehäuse vom Motor, das kühlst du alles ein wenig runter. Aber sorgst dafür, dass du hier noch mehr Luft reinpumpst. Wenn du hier noch mehr Luft reinpumpst, hast du zwei große Nachteile. A, das Durchflussvolumen von deinem Kühler wird reduziert, denn du schaffst hier einen Widerstand. Schnelle Luft trifft auf langsame Luft. Es gibt hier ein Delta. Und es ist so, wie wenn du eine volle Flasche nimmst und da versuchst, Wasser reinzukippen. Es läuft über. Das heißt, du schaffst hier einen Staudruck. Der Wind sucht sich den Weg des geringsten Widerstands, und dieser Weg ist dann nicht durch den Kühler, sondern außenrum. Du schiebst die Luft hier vor dir her. Hat A den Nachteil, dass du weniger Volumen, also dass du deinem Kühler etwas Volumen wegnimmst und er somit nicht so gut arbeitet und die Bauteile nicht von innen heraus kühlt, sondern du scheinbar von außen ein bisschen dagegen pustest. B, einen aerodynamischen Nachteil. Solange du Wind vor dir her schiebst und nicht dafür sorgst, dass es laminar durchgeht und durch einen Splitter einmal unten und einmal oben durchgeht, hast du Aerodynamikverluste und das Ganze wird wärmer von innen. Daher würde ich sagen, ist dieser Fall der denkbar schlechteste. Es wäre unfassbar gut, wenn wir diesen Fall hier hätten. Wenn wir allerdings keine Dichtlippe haben, und wir haben eindeutig, dass die Fetzen komplett nach hinten gehen, dann wissen wir, hier ist ein Gap, hier kann ein Austausch von Luft, ein Transfer stattfinden, bedeutet, dass diese warme Luft hier rausgesaugt wird. Rausgesaugt, ja, das sage ich bewusst, denn man hat durch das Geschwindigkeitsdelta, hier hast du eine hohe Geschwindigkeit, hier hast du eine langsame Geschwindigkeit, hast du auch einen Druckunterschied. Hier hast du einen hohen Druck, hier einen geringen Druck. Bei einem Druckdelta ist es immer so, dass sich die Drücke angleichen wollen. Und angleichen bedeutet immer von Minus nach Plus. Das heißt von geringem Druck nach hohem Druck. Heißt, der Luft-Otto hier will zu dem Luft-Klaus. Weil Luft-Klaus ist viel schneller als Luft-Otto. Und dann sagt Otto, ich will genauso schnell sein. Also will ich hier raus. Sprich, durch diese höhere Geschwindigkeit, dementsprechend auch höheren Druck,
wird es einen Druckangleich geben und wir ziehen warme Luft raus. Das wäre das Beste, was uns passieren kann. Allerdings, wenn hier keine Dichtung ist und wir wissen, dass hier wirklich warme Luft rauszieht, denn dann schaffen wir noch mehr Freiraum hier für die frische Luft und können unseren Kühler runterkühlen. Das ist ganz oft bei Rennautos so, dass du hinter dem Kühler sofort eine Entlüftung hast, nach oben oder nach unten. Oft nach oben. Und wenn wir eben diesen Fall haben, ist es klasse. Wenn wir allerdings diesen Fall hier haben, oder den, also bei dem Fall müssten wir dafür sorgen, dass wir hier wieder dicht machen, weil Frischluft hier rein wollen wir nicht. Es ist viel effizienter, warme Luft rauszuziehen. Das heißt, in diesem oder in diesem Fall müssten wir dann dafür sorgen, und das konstruieren wir gerade auch sogar, ich werde das bei Jochen umsetzen, unabhängig davon, wie das Ganze hier aussehen wird, konstruieren wir spezielle Entlüftungshutzen, die so funktionieren, dass wenn schnellere Luft kommt, und ich rede jetzt von dem Unterboden, weil ich werde die Motorhaube nicht modifizieren, deswegen machen viele auch teilweise Fehler, wenn sie Lufthutzen in die Motorhaube einbauen, dass die dann diesen Effekt erzeugen, der nicht gut ist. Ich werde an den Unterboden gehen und hier etwas konstruieren, weil unten ist die Luft ja definitiv schnell, das ist klar, genauso wie oben, also über dem Auto und unter dem Auto ist sie schneller als im Auto. Heißt, wir werden hier ein System schaffen, was, ich deute es einfach nur als Kanal an, dafür sorgt, dass wir diesen Effekt hier unten definitiv haben. Das heißt, wir entlüften das Auto, sorgen dafür, dass die warme Luft rausgezogen wird, mittels der schnelleren, kühlen Luft und schaffen somit Volumen, dass wir hier hinkommen. Wenn wir es ohne Dichtlippe nicht so schon schaffen, dann werden wir es über den Unterboden schaffen. So, ganz wichtig ist es natürlich, dass wir verstehen, was da gleich passiert, was wir testen. Ich habe es selber stand jetzt gerade noch nicht gesehen. Ich weiß noch nicht, wie sich das Ganze verhalten wird. Ich vermute, dass wir eine turbulente Situation haben werden, wo es nicht ganz eindeutig sein wird. Aber dann sind wir bei Fall 1, den ich ja vorhin angesprochen hatte, was nicht so schlimm ist. Das Schlimmste wäre, wenn die Fäden ohne Dichtung komplett eingesaugt werden. Das Beste wäre, wenn die Fäden ohne Dichtung komplett nach hinten strömt, denn dann wissen wir, dass wir über die Haube bereits eine Entlüftung haben und dann kann man sich das mit dem Unterboden vielleicht sparen. Dann reicht es, wenn man die Dichtung rausnimmt. Ganz wichtig ist es, dass egal was wir gleich sehen in den Versuchen, dass das keine allgemeine Lösung ist. Jedes Auto ist anders gebaut. Bei diesem Auto wird es vermutlich so sein, da die Haube wirklich hoch absteht, dass das eine Abrisskante sein wird. Und ich denke, diese Abrisskante wird dazu führen, dass wir dahinter Turbulenzen haben werden. Und das ist aber bei jedem Auto anders, tatsächlich. Es kann sein, dass bei euch, wenn ihr die Dichtung entfernt, dass das viel schlechter oder besser ist als das, was wir gleich hier unten sehen. So, genug gesprochen. Zeit für den Test. Ich bin gespannt. Das muss jetzt unfassbar komisch aussehen. Ich meine, das Auto ist ohnehin schon nicht unauffällig und jetzt kleben da Stofffetzen drauf und Kameras hängen da dran. So, jetzt startet der erste Versuch mit Dichtlippe. 50 km/h und 100 km/h. Das sieht tatsächlich gar nicht schlecht aus. Es ist nicht so, dass die komplett eingesaugt werden, sondern inneren wie oberen. Ich glaube, der hier vorne links hat sich verfangen im Scheibenwischer, aber sonst werden die nicht eingesaugt, aber auf der rechten Seite etwas mehr. So, für mich sah das Ganze jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Hier hat sich das ein bisschen verheddert, aber sonst hast du eher die Tendenz, dass es nach hinten strömt auf beiden Ebenen und auf der Seite war es gefühlt ein wenig turbulenter. Das heißt, die Seite hat einen relativ laminaren Strom und hier hast du vielleicht kleine Turbulenzen, aber wir wissen ja, dadurch, dass die Dichtlippe hier dran ist, strömt keine Luft hier rein, was wir ja eben nicht wollen und gelernt haben. Jetzt nehmen wir die Dichtlippe einmal ab und gucken, wie sich das Ganze dann verhält, ob alles eingesaugt wird oder vielleicht sogar noch besser und freier nach hinten strömt. So, jetzt haben wir hier die Kollegen hier mal abgenommen. Ziehen wir den Kumpel hier ab. Runde 2. 50.
gehört. So, jetzt muss ich mit meiner Aussage natürlich ein bisschen aufpassen, aber für mich ist es ein sehr, sehr eindeutiges Ergebnis. Während wir hier sehen, dass auf beiden Schichten alles komplett eingesaugt wird, spricht es dafür, dass wenn wir die Dichtlippe rausnehmen, wir in dem zweiten Fall uns befinden. Das heißt, Luft wird hier tatsächlich angesaugt, statt dass die Luft, wie wir es eigentlich wollten, hier rausströmt, beziehungsweise erstens hier drüber strömt und zweitens im Optimalfall sogar hier warme Luft rausströmt, dann würden wir das zumindest an den unteren hier sehen. Und die sind eindeutig, und das hat man, denke ich, auch auf den Onboards gesehen. Ich habe die Onboards jetzt Stand jetzt noch nicht gesehen, aber ich vermute es, werden die eindeutig eingesaugt. Die sind jetzt nicht nur beim Stand wieder eingefallen, sondern das habe ich während der Fahrt auch gesehen, dass die eingesaugt werden. Deutet für mich darauf hin, dass wir uns im zweiten und im ungünstigsten Fall befinden. Daher bleibt bei diesem Auto die Dichtlippe definitiv dran. So, kommen wir zum Fazit des Videos. Von hier sah das relativ eindeutig aus, dass wir uns ohne Lippe im zweiten und im ungünstigsten Fall befinden und mit Lippe im ersten, vielleicht sogar zweiten. Das muss ich mir nochmal genauer anschauen. Jedenfalls ist auch in diesem Fall, genauso wie beim Z4, könnte man das Ganze verschlimmbessern, wenn man meint, die Haube anzustellen und die Dichtlippe zu entfernen. Das ist kontraproduktiv. Warum, habe ich euch im Theorie-Part erzählt, und ich hoffe, euch damit weiterhelfen zu können oder damit geholfen zu haben und euch die Entscheidung so ein bisschen abzunehmen, denn viele nehmen die Dichtung einfach ab. Ich bitte euch aber, das nicht einfach umzusetzen, denn es ist von Auto zu Auto tatsächlich unterschiedlich. Es gibt Autos, wo das Ergebnis genau umgekehrt ist. Daher könnt ihr das mit relativ einfachen Mitteln testen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, und ich bin gespannt auf eure Kommentare. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.